Hier kann ich auf Neuverkabelung zugreifen. Was kann ich denn hier alles neu verkabeln? Luftreinigung, Tür, Zugriff und den Kamerafeed. Jetzt schalten wir das mal ab und schalten wir das mal an. Oh, Mist. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synthetiken des Modells Hiwi sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Sixus Hiwis sind eindeutig erkennbar, sodass Sie stets wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das Sixen-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. So, die Tür kann ich hacken. Oder auch nicht. Schlüsselkarte benötigt. Auf unsere Hiwis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Synthetiken verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebenslichen Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert Ihr Leben leben können. Hiwis, genial einfach, einfach genial. Ist schon klar. Wahrscheinlich genauso einfach wie im Film iRobot. Leben nach drei Grundprinzipien, die an und für sich ja ehrenwert sind. Aber leider die Roboter nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ich glaube, der Typ da ist nicht ganz so freundlich. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Alter, hör auf, mir hinterher zu laufen. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Da brauche ich einen Plasmabrenner. Hier kann ich neu verkabeln. Inventar voll. Geringe Energie. Inventar ist immer noch voll. Bewegungsmelder. Ein Tracker. Er wurde modifiziert. Nein? Nein, kein Problem. Alles tutti. Bitte geh wieder, danke. So, aus irgendeinem Grund kann ich jetzt hier plötzlich drauf zugreifen. Ordner privat, Türüberbrückung. Hughes, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht. Um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist. Chief. Fehler. Ungültiger Slot. Geil. Ordner freigegeben. Unser Manifest. Zuerst erschien im in Auge auf Sixen. Wir wollen Ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit Ihnen entdecken. Hier bei Sixen soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendung im Alltag finden, um Ihnen zu dienen. Wie offen Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Morgen gemeinsam Nummer 1. Morgen gemeinsam Sixens Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf Sixen. Unser Ursprung im All.
2034 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Siegsen, vormals Sieg und Sohn, also daher Siegsen, den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der steten Führung des Gründers Josiah Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayland Corp. teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Sieg parat, zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn hätte der Himmel heute sähe der Himmel heute wahrlich anders aus. Okay. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Siegsen Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Ob er jemals zurückgekommen ist, man weiß es nicht. Türmechanismus überbrücken. Cool. So, okay. Das Ding hier braucht zwei. Die Luftreinigung ist aktiv. Ich könnte aufs Lautsprechersystem zugreifen, warum auch immer. Macht für mich keinen Sinn aktuell. Human Employee Recreation. Hört sich schon mal toll an. Werden hier die Roboter gemacht? Ein Speicherterminal. Zum Verstecken, okay. Gut, ich dachte schon, hier ist jetzt Zappenduster. Ich kann mich auch in diesem Rollcontainer verstecken, das ist gut. Weniger gut ist, dass ich das hier offensichtlich vielleicht muss. Ich weiß es noch nicht. Was ist denn das eigentlich für ein Windgeräusch? Es gibt ja Sonnenwind, aber da draußen im Weltall ist mit Sicherheit kein klassischer Wind. So, warte mal, kann ich mir irgendwas Nettes herstellen? Medikit habe ich. Ach, vielleicht ein paar Leuchtfackeln, aber da kann ich mir nichts herstellen. Blendgranaten. Das Alien ablenken möchte, mache ich das damit. Oh. Plan für Geräuschmacher. Taschenbatterien. Ich bin nicht mehr mit. Warte.
Wie kann ich jetzt die Batterien und die Taschenlampe aufladen? Nein, das war es nicht. Sorry, wenn das jetzt wieder rausreißt. Taschenlampe aufladen, gedrückt halten, okay. Das ist ja ein spannender Raum hier. So, linker Stick rum. Zu behaupten, dass ich mich hier gerade ein bisschen unwohl fühle, ist eine Untertreibung. Rollcontainer zum Verstecken. Mal ganz doof gefragt, warum sollte ich das benutzen? Kommt dabei irgendwas Nettes bei rum? Ladungspack. Okay. Cool. Ach, tu mir doch das drin. Doch das nicht an. Ach du Scheiße. Tja, kann ja nicht immer bei einem Minispiel bleiben, ne? Noch mehr Batterien. Endlich. Zwei Schränke zum Verstecken. No materials to be moved from site. Misappropriation or unauthorized removal of company resources will result in immediate termination of your trade contract. Okay. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Schieß dem Ding hier rüber ab. Oh mein Gott. Und sowas, liebe Kinder, passiert, wenn ihr euch einen Droiden ins Haus holt. Hier irgendwo klettern oder ist das jetzt hier eine Sackgasse? Das ist eine Sackgasse, sehr schön. Hier komme ich auch nicht weiter, das heißt, ich kann nur zurück. Ein bisschen Batterie sparen. Oh, da unten ist ja noch ein Koffer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Aber beides habe ich aktuell voll.
Schlüsselkarte. Na, mein Freund. Dass die Droiden dem Alien nicht so gut schmecken. Okay, wir sind wieder beim Speicherterminal. Mein Freund. Hier komme ich so nicht weiter. Hier komme ich auch nur wieder zurück, wo ich herkomme. Und hier brauche ich erst den Plasmabrenner, den ich noch nicht habe. Wo geht's weiter? Das war der Raum mit den Duschen. Ist ja alles ganz nett. Ultraschallduschen. Nicht mal Wasserduschen haben die hier. Das schlaucht. Put, 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 put. Irgendeinen Weg da rein. Hier kann ich mich überall nur verstecken. Was ich aber gar nicht will. Na, ihr Spanner? Werfen wir doch mal kurz einen Blick auf die Karte. Finden Sie einen anderen Weg hinein. Und den sollen wir hier irgendwo finden. Gut, ich gehe nochmal in den Schacht. Vielleicht bin ich auch einfach nur blöd. Blind und blöd. So, hier ist nur ein Ventilator. Mit der Scheibe hier kann ich nichts anfangen. Geht's nicht hoch.
Das hier soll wahrscheinlich auch bloß ein Ventilator sein, der bewegt sich aber nicht. So, und hier ist eine Sackgasse. Habe ich gedacht. Ich bin tatsächlich blind und blöd. Was ist denn das für ein Scanner? Ordner privat, Ihre Aufzeichnung. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Sixtons von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Sixton Synthetics. So, das andere ist wahrscheinlich wieder bloß ein Fehler. Datei kann nicht zugegriffen werden, alles klar. Freigegeben, Apollos Auge. Rix, arbeiten Sie immer noch bei Sixton Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Holden. Wohnt in Josiah Sick Sutton Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir können hier aufräumen. Ransom. So, okay. Ordner fehlerhaft, da ist dann auch nichts drin. Und bei Zubehör ist auch nichts drin. Warum ist das hier auf einmal so neblig? Hier kann ich neu verkabeln. So, was haben wir denn? Ups. Den Alarm möchte ich ehrlich gesagt nicht einschalten. Let me be.